Laura Dahlmeier war zweifelsohne eine der besten Biathletinnen in der Geschichte. Am Freitag gab die Doppel-Olympiasiegerin mit gerade einmal 25 Jahren das Ende ihrer Karriere bekannt. Bildergalerie Karriereende mit 25, die Karriere von Laura Dahlmeier in Bildern 44 Bilder. Doch wie geht es mit der deutschen Ausnahme-Wintersportlerin nun weiter? Ich bin jetzt bereit, ein neues Kapitel aufzuschlagen, hatte sie auf ihrer Facebook-Seite unter anderem verkündet. Dahlmeier schreibt ein Kinderbuch. Das neueste Kapitel wird demnach ein von ihr verfasstes Kinderbuch sein, welches im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt werden soll. Das Thema, der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur. Ich bin viel in den Bergen unterwegs. Wenn ich dann sehe, wie die Gletscher nach und nach verschwinden, ist das ein alarmierendes Zeichen. Man kann im Kleinen viel tun, zum Beispiel mit dem Fahrrad statt im Auto zu fahren. Das will ich den Kindern vermitteln, sagte Dahlmeier der Bild. Der ZN gratis testen und Sporthighlights live. Bei einer Tour im Ianischen Hochgebirge hatte sie im April den endgültigen Entschluss gefasst, mit dem Biathlon aufzuhören. Dahlmeier muss sich zudem entscheiden, ob sie ihre bisherige Stelle als Zollbeamtin behält. Finanzielle Abstriche wird sie aber wohl ohnehin in Kauf nehmen müssen, da Prämien und wohl auch Sponsorenverträge wegfallen werden. Let's block ads. Why?